Liebes Brautpaar, ihr seid in dieser entscheidenden Stunde eures Lebens nicht alleine. Ihr seid umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Zugleich sollt ihr wissen, Gott ist bei euch. Er heiligt eure Liebe und vereint euch zu einem untrennbaren Lebensbund. Ich bitte euch zuvor, öffentlich zu bekunden, dass ihr zu dieser christlichen Ehe entschlossen seid. Willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten, alle Tage ihres Lebens? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten, alle Tage seines Lebens? Ja. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue an guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehe und den Ehe geschlossen. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ich möchte an dem bisher schönsten Tag meines Lebens mich bei meiner wunderbaren Frau bedanken. Danke für dein Vertrauen, deine Unterstützung, deine Treue und auch dein Durchhaltevermögen nach fast 10 Jahren Wochenendbeziehung im Endeffekt. Und, ja, weil heute ja schon gehört haben in der Kirche, dass du damals den ersten Schritt gemacht hast und mich angeschrieben hast. Es ist schon sehr erstaunlich, wie weit Leute reisen, wenn sie einen Abend lang umsonst essen und trinken können. Luci Egon, ich weiß, traditionell sollte man sich jetzt bedanken, dass ich in eure Familie aufgenommen werde, aber das habt ihr im Endeffekt schon seit dem ersten Tag gemacht, das heißt, es ist jetzt nichts Neues für mich und dafür ein herzliches Dankeschön. Mama und Papa, Dankeschön auch für euch, dass ihr Melanie so schnell und herzlich aufgenommen habt bei uns. In diesem Sinne, Rock und Prost! Die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Wir sind älter geworden, die Kinder auch. Was es aber möglich gemacht hat, dass wir uns heute an diesem besonderen Tag getroffen haben, um mit unseren Kindern ihre Hochzeit zu feiern. Lieber Christoph, wir wollen dir gratulieren, dass du so eine tolle Ehefrau gefunden hast. Und liebe Melanie, wir wollen uns bei dir bedanken, dass du so ein toller Schwiegersohn in unsere Familie gebracht hast. Lasst uns auf das Brautpaar und auf eine schöne Feier und auf die Liebe anstoßen. Wir wünschen euch, dass die Liebe zueinander immer als Geschenk wahrnimmt und nie als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Eure Planung vom Haus, Kinder und Beruf möge in Erfüllung gehen. Für uns natürlich auch, ne? Wir wollen ja mal das. Deswegen für euch eine schöne, glückliche gemeinsame Zukunft
Und dann lasst uns anstoßen und Norok. Zum Wohl. Stay.